Wollen wir? Einen schönen guten Morgen und Mittag. Ich freue mich, die erste Session heute ansagen zu dürfen. Nachdem wir die Keynote hatten, haben wir jetzt tatsächlich die richtige Hands-on. Und das Thema ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Thema, was weitestgehend nahtlos anschließen könnte. Was ändert sich in Drupal 8 im Verhältnis zu Drupal 7? Ich freue mich schon darauf und freue mich auf den Vortrag von Nikolai. Guten Morgen. Kurze Klärung, ich mache von Drupal 7 zu Drupal 8 aus Sicht eines Zeitbilders und stelle dazu den aktuellen Core von Drupal 8 vor. Aktuell heißt es, ist Drupal 8 die Alpha 10 und wer hier bereits mit Drupal 8 rumgespielt hat oder mehrere Artikel dazu gelesen hat, für den dürfte es nicht so viel Neues geben. Wer hat denn hier Drupal 8 schon ausprobiert? Klar. Wer hat mehrere Artikel dazu gelesen? Für euch ist die Session eigentlich nicht, aber ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwas auslasse, das ihr gerne genannt haben möchtet. Kurz zu mir, wer mich nicht kennt, ich bin Designer und Webentwickler, ich arbeite in Dortmund, ich habe mal ein Buch über Drupal geschrieben, im Galileo Verlag über Drupal 7. Ich habe die Drupal-Camps in Essen in den letzten beiden Jahren mit organisiert. Ich bin Redakteur bei Screen Guide, das ist ein Printmagazin für Webleute und bin Dozent für Webdesign in meiner übrigen Freizeit und auch noch Redakteur bei webkrauts.de. Und weil Morten gerade schon Werbung gemacht hat für eine Umfrage, mache ich auch Werbung für eine Umfrage. Die Webkrauts machen aktuell bis Ende des Monats eine allgemeine Webworker-Umfrage, findet dann auf webkrauts.de. Immer gerne daran teilnehmen, dauert nur 5 bis 10 Minuten. So. Drupal 8 befindet sich in der Alpha bekanntlich. Wann kommt die Beta raus? Die Beta kommt grundsätzlich heraus, sobald das Core Data Model komplett ist und die kritischen APIs stabil laufen. Dann kommt der Release-Kandidat raus, offiziell, wenn die Anzahl der kritischen Bugs und Tasks bei 0 angelangt ist. Dann werden aber auch noch die Major Bugs und Tasks evaluiert. Und irgendwann aus einem Release-Kandidat wird der Release, wenn in einem Zeitraum von mindestens 2 Wochen keine neuen kritischen Bugs oder Tasks entdeckt werden. Wann wird das sein? Wie üblich bei Drupal weiß man es nicht. Drupal 8 ist dann fertig, wenn es fertig ist. Meine Tipps würden im Moment so Richtung Spätsommer gehen, aber hier sind ja einige anwesend, die mit dem Drupal Core zu tun haben und vielleicht besser schätzen können. Gibt es irgendwelche anderen Mutmaßungen? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Aber vor dem Berliner Flughafen. Das kann auch 2030 sein. Ja, vor dem Berliner Flughafen können wir schon bei Drupal 10 sein. Gut, das ist die nächstes Jahr, sagt man dann, wenn man schon mehrere Releases mitbekommen hat von Drupal. Spätsommer ist dann eher die optimistische Schätzung. Ich zeige gleich größtenteils was an dem Live-System. In der Hoffnung, dass das alles klappt, ich sage vorher nur noch so ein paar allgemeine Sachen. Im Moment befinden wir uns, was die kritischen Issues angeht, auf einem absteigenden Ast. Das ist schon mal eine gute Tendenz. Und wann kommt die Beta raus? Hier geht es um die rote Linie. Wenn die rote Linie bei 0 ist, dann gibt es die Beta-Version. Oh. Wo steht Drupal? Das habe ich neulich auch mal erzählt auf einem anderen Vortrag, als es allgemein darum ging, Drupal vorzustellen. Das ist ein Vergleich, das ist die einzige Statistik, die so allgemeiner ist, die ich kenne, von w3text.com. Das ist ein Vergleich von den von so und so vielen Webseiten, von den 1 Million größten Websites oder so ähnlich. Und von den Websites, die davon Content-Management-Systeme benutzen, da wird immer gemessen, welches Content-Management-System ist das. Man muss sich genauer anschauen, wie die diese Statistik machen und welche Sachen die überhaupt auswerten. Aber es ist Grundtendenz seit ein paar Jahren, dass WordPress immer stärker anwächst und die anderen Systeme unter ferner Liefen laufen. Drupal steht nicht so schlecht da als auf Platz Nummer 3, aber man muss auch sehen, bei den letzten Monaten, wenn man das so verfolgt, bei WordPress geht es immer aufwärts. Also die Zahlen sind jetzt 3 Wochen alt. Ich glaube, WordPress liegt jetzt aktuell bei 60,4% und Drupal schon bei 5,3%. Das hängt ein
Das hat so ein paar Auswirkungen darauf, wie man sich positionieren möchte mit Drupal 8. Ich gehe da am Ende nochmal drauf ein, aber was sollte Drupal 8 alles bieten, damit mehr Leute mit Drupal arbeiten und nicht alle Leute zu WordPress laufen. Anderer Vergleich wäre, wie groß sind die Systeme, mit denen wir arbeiten? Das ist ein einigermaßen oberflächlicher Vergleich natürlich. Das sind die Pakete, wenn man sie auspackt, die entpackten Pakete von der Reihengröße. Und Kirby fällt ein bisschen raus, weil Kirby nicht, keine Datenbank im Hintergrund hat. Und die anderen Systeme kann man natürlich definieren. Also größer ist nicht unbedingt gleich besser. Das hängt so ein bisschen mit der Philosophie zusammen. Sollte der Core eher schlank sein oder sollte der Core möglichst viele Funktionen bieten? Aber man sieht insbesondere, dass sich bei Drupal was getan hat. Das System von Drupal 7 zu Drupal 8 ist etwa dreimal so groß, einfach nur von der Dateimenge und bietet dementsprechend auch, naja, unter der Annahme, dass es effizient programmiert ist, bietet es natürlich mehr Funktionen. Die Programmierer können da genauer sagen, was der Anteil ist an Klumpen, die wir noch aus Symfony und anderen Elementen mitschleppen, was davon jeweils wofür zuständig ist. Aber man sieht, wir haben auch die obere Grenze noch nicht erreicht, Typo 3 Neos ist noch wesentlich größer. Auf der Werbeseite von Drupal 8 sind so mehrere Dinge, die beworben werden, die Drupal 8 bieten soll. Es soll mobil sein, Mehrsprachigkeit ist im System, es gibt neues Konfigurationsmanagement, Web-Services, das Editieren von Artikeln soll einfacher werden. Theming, ich weiß nicht, warum da Fun reinkommt. Fun and Fast Theming steht da auf jeden Fall. Ich sage gleich noch zwei Sachen zum Theming. Views sind jetzt im Core drin. Es gibt mehr Möglichkeiten mit Fields. Das Markup, hat Morten gerade schon gesagt, basiert auf HTML5. Industry Standard Approach ist so, wir machen das, was in der Industrie so üblich ist. Ich gehe auf die einzelnen Sachen in den meisten Fällen gleich ein. Bei einigen Dingen gibt es natürlich extra Sessions, da gehe ich nicht genauer drauf ein. Theming hatten wir gerade schon. Konfigurationsmanagement gibt es, soweit ich mich erinnere, auch als Extra-Session. Um das Ganze umzusetzen, gab es ein paar Core-Initiativen. Das sind die Core-Initiativen, die auch noch auf der Webseite stehen. Das ist ein bisschen komplizierter, die sind nicht alle up-to-date und dazu gibt es noch andere Initiativen. Von diesen ursprünglichen Initiativen sieht es eigentlich ganz gut aus, bis auf Layouts. Layouts nennt sich jetzt Blogs and Layouts Everywhere und wurde verschoben auf 9.x. Das ist ein bisschen blöd in einigen Fällen für Sima vielleicht, die mit diesem Element noch mehr hätten machen können. Das gibt es eben nicht, dafür können wir uns auf die anderen Sachen freuen. So, wer es nicht gehört hat, Drupal 8 benötigt mittlerweile PHP 5.4. Memory Limit, aus Drupal 7 war es klar, dass man das Memory Limit immer erhöhen sollte. Ich habe noch keine echten Erfahrungen mit Drupal 8 diesbezüglich. Aber allgemein kann es nicht schaden, das Memory Limit hochzusetzen und so viele Datenbanken, mit denen das System funktioniert, wobei es in den meisten Fällen vermutlich auch MySQL hinauslaufen wird. So, jetzt zeige ich ein paar Sachen. Das ist die Oberfläche von Drupal 8. Wie gesagt, das ist die aktuelle Alpha. Kann man das alles sehen? Gut. Die Aufteilung ist erstmal, wenn man es sich noch gar nicht angeschaut hat, glücklicherweise ziemlich ähnlich zu dem, was wir in Drupal 7 haben. Wir haben hier über Manage halt die übliche Struktur, die Inhalte, die generelle Struktur, was sowas ist wie Taxonomie oder Inhaltstypen. Das Design, aus irgendwelchen Gründen heißen Module jetzt erweitern. Die Konfiguration, die Benutzer, Berichte und Hilfe. Man kann dieses Menü auch nach rechts verschieben. Ich gehe das einmal kurz durch. Hilfe ist ziemlich trivial, das ist die Hilfeseite, die Hilfeseiten, die es sonst auch gab. Berichte ist auch bekannt, die übliche Berichte, die wir sonst auch haben. Benutzer klicke ich nicht extra drauf. Design ist die normale Designseite, bei der man Themes auswählen kann und auch das Verwaltungsteam sich aussuchen kann. Insofern ist das alles für Leute, die schon mit Drupal 7 gearbeitet haben, ziemlich cool, weil man diesbezüglich sich weniger umgewöhnen muss als beim Sprung von 6 auf 7 zum Beispiel. Struktur. Bei Struktur gibt es jetzt ein paar
neue Sachen. Also, Taxonomie ist bekannt, Menüs, Inhaltstypen hatten wir auch schon. Ansicht ist hinzugekommen, das ist eben das Modul Views, das jetzt im Core ist. Kontaktformulare, das sind Block-Layout, ist das, was sonst nur Blöcke hieß. Und wir haben Display-Modes, sage ich gleich noch was zu. Ich habe hier in diesem System mal ein Beispiel Inhaltstyp angelegt. Das ist eine Rezension und soll hier mal dienen als Beispiel, als Spielerezension. Das ist von den Reitern hier auch ziemlich bekannt. Also der Bearbeiten-Modus, in dem wir die üblichen Sachen einstellen, die wir auch aus Drupal 7 kennen. Felder verwalten, auch aus Drupal 7 bekannt. Man hat hier allerdings noch einige Felder mehr. Die sind in der Standardinstallation nicht alle aktiviert, aber ich kann das auch mal Ihnen zeigen. Das sind jetzt nur die Module. Das ist ein bisschen aufgesplittet. Wir haben den Core, die Feldtypen einzeln, Mehrsprachigkeit und Webdienste. Und bei den Feldtypen haben wir jetzt noch ein paar Feldtypen direkt im Core, die vorher nicht dabei waren. Das heißt, wir haben Dates da drin, Entity Reference, Link und E-Mail ist auch dabei. So, man kann das alles aktivieren und dann hat man hier grundlegend die meisten Felder erstmal zur Verfügung, die man üblicherweise braucht. Und legt die ganz normal an. Bei den Feldern gibt es, sag ich mal, zwei Besonderheiten. Zum einen haben wir hier bei den Feldern, bei der Anzahl der Felder, wie oft die verwendet werden können, jetzt die Auswahl zwischen begrenzt und unbegrenzt. Das hatten wir vorhin in einer gewissen Weise auch schon, aber bei begrenzt kann man jetzt die Zahl eingeben. Wenn das vorher eben war von 1 bis 10 und dann unbegrenzt, kann man jetzt tatsächlich auch 11 oder 13 festlegen, je nachdem, wenn man es braucht. Das andere, was nett ist bei Bildern, gibt es die Möglichkeit, nicht nur den Alternativ- und das Titelfeld vergeben zu können, sondern man kann hier auch noch anklicken, dass Alternativ- und Titelfeld verpflichtend sein sollen. Meine Erfahrung damit ist allerdings, wenn man Leute dazu verpflichtet, einen Alternativtext anzugeben und die wirklich keinen Bock drauf haben, dann schreiben die Bild rein. Und wenn man irgendwie es hinkriegt, dass man Bild nicht erlaubt, dann schreiben sie Foto rein. Und wenn Foto auch nicht erlaubt wäre, dann schreiben sie 1, 2, 3 rein. Also, eigentlich ist das erstmal ganz gut, um Leute daran zu erinnern, ja, der Alternativtext soll vergeben werden, weil es gut ist für Barrierefreiheit und auch für Suchmaschinenoptimierung. Aber wenn die Leute dazu keinen Bock drauf haben, dann machen sie es halt einfach nicht. So, nochmal zurück zu den Inhaltstypen. Moment. Achso, ich warte schon da. Wir haben jetzt hier die Trennung zwischen den Reihenfeldern und einem Reiter für Manage Form Display. Manage Form Display ist das, wie die Felder erscheinen, wenn man die Sachen, die Elemente einträgt. Was hier dazugekommen ist, was ich noch nicht herausgefunden habe, in der Alpha 9 war das noch nicht drin, aber es gibt jetzt ein Steuerelement für den Titel. Und zwar kann man hier auswählen zwischen Textfeld und Stringfield. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied sein soll. Weiß das zufällig jemand? Ich habe das gestern Nacht erst entdeckt. Also eigentlich ist es ein Textfeld. Weiß nicht, wie der Unterschied sein soll zu einem Stringfield. Vielleicht hängt das aus irgendwelchen Gründen mit Übersetzungen zusammen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ist erst in der Alpha 10 hereingekommen. Ansonsten ist das aber auch das, was wir schon kennen aus Drupal 7, bis auf die Tatsache, dass es jetzt eben mit einem eigenen Reiter untergebracht ist. Anzeige verwalten kennt man auch schon. Man hat hier die Anzeigen, die man einstellen kann für erstmal Standard und Teaser. In dem Standardbereich kann man zusätzliche Anzeigeeinstellungen vornehmen für verschiedene andere Modi, die man vielleicht braucht. Was neu hinzugekommen ist, ist, dass man in der Struktur
weitere Display-Modes einstellen kann. Also angenommen, wir haben eine Rezension, die als volle Rezension erscheinen kann und vielleicht als Teaser-Ansicht, und wir hätten vielleicht irgendwo noch einen Slider und wollen, dass irgendwie in einem Slider das ein bisschen anders angezeigt wird. Dann kann man das natürlich in Drupal 7 auch auf verschiedene Möglichkeiten lösen, mit einem View mit Feldern beispielsweise, aber wir könnten hier auch hingehen und als Display-Mode einen neuen angeben und hier zum Beispiel sagen, es gibt einen neuen Anzeigemodus. Funktioniert nicht mehr. Fein. In der Drupal Alpha 9 ging das noch. Hier geht es jetzt hier aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber eigentlich kann man darüber jetzt einen neuen View-Mode angeben, der da heißt Slider und könnte dann den View-Mode benutzen. Ja? Das ist Unterteilung nach Entities. Also musst du dann entsprechend entweder bei AdMenu Inhalt anrichten oder aufklicken, dann ist es für den Content. Und ja. Wenn du oben aufklickst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich wundere mich nur, in der Alpha 9 konnte ich hier drauf drücken. Also ich meine, das ist ein Button, irgendwas sollte der tun, ne? Und nicht auf der anderen, auf der Seite hinführen, wo ich nicht zu kann. Aber okay, probieren wir das. Danke. Also das funktioniert, aber unabhängig davon sollte der Button oben auch was tun. Nein, das war die Vorauswahl, das ist ein allgemeiner Button, war das, glaube ich, das ist nur mein Kunde. Du musst dann keine Entscheidung getroffen hast, welchen Typ du anlegen und für welchen Typ du das anlegen möchtest, musst du dann da an die Basis machen. Weil das war ja ausgedehnt, da stand ja diese Typen nochmal mit. Aber du kannst hier draufklicken. Ja, nee, aber und dann kommt ja immer diese Seite, wo diese, nur die Inhalte, also diese Entity stehen. Das heißt, da steht jetzt hier Inhalt. Wenn du da draufklickst, kommst du wahrscheinlich zu dem Ding, dass du. Das hört sich gerade so an, als würde ich einen Bug-Report schreiben. Also ich finde das. Also gut, jetzt gerade war ich verwirrt. Also in der Drupal 9, also in der Alpha 9 bin ich mir sicher, dass es ein bisschen anders lief. Weil ich da nämlich nicht verwirrt war, als ich das angelegt habe. Aber gut, schauen wir nochmal in Ruhe an, ob das denn so sind. Also wenn es so sein sollte, sollte oben drüber zumindest ein Text stehen. Ich habe jetzt jedenfalls Slider angelegt. Und eigentlich sollte jetzt hier, wenn ich diese Seite mal aufrufe, auch Slider erscheinen. Gut, wenigstens das. Hier ist der Slider und ich könnte jetzt hier noch Slider angeben. Und hätte jetzt einen neuen Anzeigemodus, in dem ich hier direkt sagen könnte, wie der Slider aussehen sollte, um dann diesen Anzeigemodus an anderer Stelle zu verwenden. So, wie man hier vielleicht schon nebenbei gesehen hat, das Backend ist weitestgehend in großen Teilen responsive. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber man kann das hier zumindest zusammenschieben. Und eigentlich sind gewisse, weil wenn ich die Inhalte bearbeite, auch gewisse Sachen rechts daneben noch untergebracht, was man hier nicht sieht dann aufgrund der Auflösung. So, was wir auch drin haben, sind, achso, ich sollte vielleicht erstmal ein Beispiel zeigen. Also ich habe jetzt hier irgendeine x-beliebige theoretische Spielerezension eingegeben, wo ich einfach nur angegeben habe, eigentlich die Rezension, das ist bei mir, sind bei mir nur ein paar Sätze, für welches System es das Spiel gibt beispielsweise und ein paar Bilder. Das Gute ist jetzt, naja, gut Nummer 1. Im Core ist bereits CK-Editor vorhanden. Aus meiner Sicht war es ein großes Manko, dass das Core-System in Drupal 7 nicht bereits irgendeinen Editor von sich aus angeboten hat, weil andere Systeme machen das ja auch. Natürlich war es nicht so schwer, einen Editor einzufügen, aber ich finde, ein Editor, der im Core drin ist, eigentlich sinnvoll. Also haben wir jetzt... Bitte? Nein? Achso. Ich dachte, das wäre jetzt Widerspruch gewesen. So, wir haben den CK-Editor im Core und können ihn auch so einstellen mit unseren Textformaten, wie wir das gewohnt sind. Was auf der anderen Seite zugekommen ist im Frontend, wir haben ein Inline-Editing. Das zeigt sich in diesem kleinen Stift hier oben und wenn ich den einschalte, sehe ich unten im unteren Bereich ein paar Icons, die dazukommen. Und
ich kann jetzt hier zum Beispiel bei meinem Beitrag auf das Icon klicken und dann auf Schnell bearbeiten gehen und kann die einzelnen Stellen direkt hier bearbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwas eintippe, habe ich mehr Text in diesem Falle und kann dann hier gleichzeitig noch auf Speichern gehen. Also wenn ich hier wegklicke, dann kriege ich eine Warnung. Jetzt habe ich es in diesem Fall verworfen, aber ich kann hier natürlich auch wirklich mehr Text eingeben. Das ist kontextabhängig, das heißt, die Möglichkeiten, die ich hier habe, in meinem Fall hier ist wieder der CK-Editor, richten sich danach, welches Feld ich bearbeite. Gehe ich mal auf Speichern. Ich kann auch die Bilder hier unten bearbeiten und bekomme dann das entsprechende Formular für die Bilder. Gut, ebenfalls im Core ist drin Mehrsprachigkeit. Im Moment ist es noch nicht aktiviert, das heißt, ich habe hier keinen Reiter fürs Übersetzen. Aber ich könnte im System Content Translation einklicken, um die Inhalte übersetzen zu können. Danach, wenn ich das aktiviert habe, kann ich zu meinen Inhaltstypen gehen und bei den Inhaltstypen sagen, dass der Inhaltstyp übersetzt werden soll. Ich aktiviere hier die Übersetzung. Und sobald das für den Inhaltstypen aktiviert ist, kann ich zu den einzelnen Feldern gehen und bei jedem einzelnen Feld sagen, ob dieses Feld übersetzt werden soll oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich hier Bilder habe, oder wenn ich hier das System sagt, welches System dieses Spiel gibt, sagen wir macOS, iOS, Android, das wird sich ja nicht ändern, wenn ich das Spiel in anderen, wenn ich diese Rezension übersetze. Bei den Bildern kann man schon diskutieren, Screenshots sind Screenshots, aber vielleicht will ich bei einer deutschen Rezension Screenshots mit deutschem Text haben, bei einer englischen Screenshot mit englischem Text, also würde ich hier einstellen, ob man es übersetzen kann oder nicht. Aber in jedem Fall will ich bei einer mehrsprachigen Seite, dass hier der Rezensionstext übersetzt wird. Also kann ich hier in die Entity reingehen, in das Feld und eigentlich sagen, dass Benutzer dieses Feld übersetzen können. So, wenn ich jetzt hier wieder bin bei meinem Beispiel, habe ich natürlich den Translate-Reiter und kann nichts machen, weil ich keine Sprachen eingestellt habe. Gut, aber ansonsten muss ich das vorführen? Nein, kennen alle. Nicht vorführen. Gut. Also, ansonsten läuft das so wie Entity Translation. Wenn ich die Sprachen aktiviert habe und tatsächlich mehrere Sprachen benutzen könnte, könnte ich hier halt auf Englisch gehen oder was auch immer und dann entsprechend von jedem Inhalt die Fälle übersetzen, die ich für die Übersetzung vorgesehen habe. Gut, dann gibt es natürlich Ansichten, also Views im Core. Sind auch bereits einige Seiten, die man benötigt, wie zum Beispiel die Ansicht für die Benutzer, neueste Inhalte, neueste Kommentare, sind bereits mit Views umgesetzt. Und man kann dann selbst eigene Ansichten hinzufügen, so man sie braucht. Da habe ich jetzt in der 9er und 10er Alpha-Version noch ein paar kleine Schwierigkeiten gehabt mit Views, die man anlegt, die da nicht richtig funktionieren. Man muss sich ein bisschen durchfriemeln durch die Einstellung, wie es dann richtig passt. Aber ansonsten ist es auch eine gute Sache. Gehen wir nochmal zurück zu den Modulen, die jetzt hier im Core drin sind und gehe die einmal ganz grob durch. Die meisten Elemente, die man hier kennt im Core, also die man hier sieht im Core, kennt man schon aus Drupal 7. Eventuell haben sie andere Namen, wie hier das Banning von IP-Adressen. Wenn man sich das genauer anschaut, ein paar Module sind neu. Breakpoint zum Beispiel, sage ich gleich noch was zu. Wir haben das Konfigurationsmanagement. History
damit man sehen kann, welcher Benutzer welchen Content angesehen hat. Migrate ist im Core drin und sollte dazu dienen, dass wir Inhalte von anderen Webseiten leicht an unsere Webseite integrieren können. Das dürfte nicht nur dazu helfen, Inhalte von Drupal 7 nach Drupal 8 zu bekommen, sondern auch um von Drupal 6 zu Drupal 8 zu kommen. Stand von Migrate kann ich nicht zu sagen. Responsive Images komme ich auch gleich noch zu. Wir haben den Toolbar noch drin. Wenn man genauer hinschaut, fallen einem nicht mehr auf, dass ein paar Module dazugekommen sind, von denen man in Drupal 7 noch nichts gehört hat, sondern sind auch ein paar Module rausgefallen. Was man hier zum Beispiel nicht mehr findet, ist ein Modul namens Block, also Block mit G, um einen Block einzuführen. Und was auch rausgefallen ist, ist zum Beispiel Overlay. Ich weiß keine Ahnung, ob das überhaupt irgendjemand hier benutzt hat. Also ich habe es auch immer sofort ausgeschaltet. Das haben anscheinend so viele Leute gemacht, dass es hier nicht mehr auftaucht. Dann Field Types, wie gesagt, sind ja eigens unterteilt, eigens gruppiert. Wir haben hier die Mehrsprachigkeit und hier unten die Webdienste. Und was ich eben schon noch zeigen kann, ist Tour. Tour ist ein Modul, mit dem man geführte Touren zeigen kann. Das ist gekoppelt an Module und dann gibt es verschiedene Routen, quasi Pfade, bei denen dann diese Touren aktiviert werden oder nicht. Es ist eine Beispieltour im System, die sieht man dann, wenn man in einer Ansicht auf den Bearbeiten-Modus geht. Dann erscheint hier oben die Tour, im Deutschen übersetzt mit Tournee, warum auch immer. Aber wenn ich hier drauf klicke, kann man verschiedene Elemente auf der Seite hervorheben und man bekommt eine kurze Erklärung dazu. Das ist sowas, was man vielleicht kennt, wenn Facebook neue Funktionen einführt. Also habe ich hier diese Erklärung zu diesem Feld und kann dann jeweils zu dem nächsten Element gehen und mir anschauen oder durchlesen, was man hier jeweils machen kann. Das Ganze sieht im Hintergrund so aus, dass man bei dem Modul ein YAML-File hinterlegt und nach einer gewissen Syntax eben sagt, wofür es zuständig ist. Also das ist jetzt eine Tour, die bei dem Modul ViewsUI zum Zuge kommt. Das Modul ist hier auf Englisch hinterlegt. Die Routennamen, ich bin kein Programmierer, soweit ich das weiß, hängen die Routen hier mit Symfony zusammen. Und Symfony gibt irgendwelche Routen vor, man kann sich an diese Routen einklinken. Richtig? Weiß jemand besser? Nein. Gehen wir davon aus, über die Routen kann man sagen, an welchen Stellen die Tour aktiviert wird oder eben nicht. Und dann sagt man hier einfach nur, welche Tipps es geben soll, der Reihe nach. Und geht dabei aus, auf welche IDs sich die jeweiligen Sachen beziehen. Ich glaube, das ist die ID von dem Tipp und hier unten sagt man zu welcher Datenklasse, also zu welchem Element der Tipp gehört. Man muss das nicht unbedingt angeben, wenn man sich nicht auf eine bestimmte ID bezieht auf der Seite oder auf eine bestimmte Klasse bezieht, dann würde ein ganz allgemeiner Tipp in der Mitte der Seite aufgehen. Ich habe auch noch nicht raus, wie man zum Beispiel eine allgemeine Tour schreibt, zum Beispiel für die Startseite. Im Zweifelsfall geht es über ein Minimodul. Ich gehe aber davon aus, dadurch, dass das Modul Tour bereits im Core ist, dürfte es nicht so schwierig sein, ein zusätzliches Modul zu schreiben, mit dem man einfach auf einer bestimmten Seite sagen kann, so auf dieser Seite per Pfad soll jetzt eine Tour angeboten werden, die sich auf diese und jene Elemente bezieht. Aber eigentlich ist Tour eine coole Sache, um Redakteuren oder neuen Benutzern in Communities zu erklären, was ist, und sei es auch entweder allgemein oder um neue Funktionen darzustellen. So. Gut, dann gehe ich mal weiter und ich habe mir extra eine Liste gemacht von Sachen, die ich vermutlich vergessen werde. Also Tour habe ich gerade gesagt,
irgendwo habe ich gelesen, dass das Modul Transliteration im Core drin sein soll. Transliteration ist ein Modul, das Pfeilnamen automatisch in sinnvolle Pfeilnamen ummünzt. Das heißt, Leerzeichen werden rausgenommen, Umlaute werden rausgenommen. Ich habe aber nicht festgestellt, dass das irgendwie drin ist oder funktioniert. Weil wenn ich eine Datei hochlade mit einem Ü zum Beispiel, dann, also ich testweise habe ich ein Bild hochgeladen mit einem Dateinamen, mit einem Ü drin, das Bild wurde einfach nicht angezeigt. File Entity ist drin, das kann ich noch zeigen. Falsch. Es gibt kein Medienmanagement im Drupal 8, so wie man es vielleicht von dem Medienmodul kennt. Aber was es gibt, ist, dass man zumindest angezeigt bekommt, welche Dateien verwendet wurden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Datei hochlade, über meine Bilder zum Beispiel, die ich bei den Rezensionen habe, dann habe ich hier bei den Inhalten und Kommentaren zusätzlich einen Reiter Dateien und ich kann hier sehen, welche Dateien ich in dem System habe, Größe und so weiter und auch wo die Dateien benutzt, also an wie vielen Orten die Dateien benutzt werden. Wenn ich draufklicke, sehe ich eben tatsächlich, bei welcher Entität die jeweilige Datei referenziert wurde. Dann ist im System, also im Core drin UUID. UUID sorgt dafür, dass die jeweiligen Entitäten wirklich eindeutige IDs haben. Das heißt, wenn man Inhalte auf einem Testsystem hat und auf einem Live-System, dann kann man dafür sorgen, dass die Elemente unterschiedliche UUIDs haben, um Sachen von A nach B zu verschieben. Wenn man das jetzt macht, ist es so, dass natürlich es sein kann, dass eine Node-ID, also wenn man sich nur nach der Node-ID richtet, ist das Node-ID 3 und auf dem anderen System auch Node-ID 3 und die kommen sich in die Quere. Und mit UUIDs passiert das nicht mehr. Migrate habe ich schon erwähnt, ist im Core drin und dient dazu, Inhalte leichter reinzuschieben in Drupal 8. Und RDFA ist immer noch im System. Die Änderung daran ist, dass es sich mittlerweile richtet nach dem Prinzip von schema.org. Das dient dazu, um die Inhalte mit Metadaten zu füttern, anzureichern. Das ist eigentlich gut für die Suchmaschinenoptimierung, maschinenlesbare Daten und so weiter. Wenn man sich da genauer einliest, ist es nicht ganz so einfach. Also man kann das Modul einfach einschalten, aber das, was hinten rauskommt, ist immer noch nicht ganz so, wie es vielleicht sein sollte. Aber grundsätzlich wird daran gearbeitet und sorgt dafür, dass auf Dauer die Daten, die ausgegeben werden, noch mit sinnvollen Metadaten angereichert sind. Welche Module haben es generell in Drupal 8 geschafft? Da gibt es zwei gute Links. Das eine ist eine Antwort, die gegeben wurde bei Stack Exchange. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Ich habe die nicht explizit überprüft, ob jedes Element stimmt, aber dieser Eintrag ist zumindest aktualisiert worden im März. Also, Dinge, die ganz im Core drin sind. Breakpoints, Content Translation, ich gehe nicht auf alle ein. Entity References, File Entity, Link Phone, haben wir gerade gesehen. Ach, Picture wollte ich gerade gleich noch was zu sagen. Transliteration, wie schon gesagt, es sollte eigentlich drin sein. Ich habe noch nicht gemerkt, dass es funktioniert. UUIDs used. Und Rest, teilweise sind drin CK-Editor in dem Sinne, dass die Version ist für Drupal 8, CK-Tools, State, Display-Suite im Sinne von den View-Modes, von den Anzeigemodi, die ich gezeigt habe. Migrate nochmal, es sind halt ein paar Module weggefallen, bei denen man, die man nicht unbedingt für Standardsysteme braucht. Block ist eben draußen aus dem Core, ist jetzt ein Einzelmodul, Dashboard, OpenID, Poll, PHP-Filter, wer es benutzt hat, Profile-Trigger, wenn man statt Trigger jetzt Rules benutzen soll, Translation habe ich schon gezeigt und Overlay, weil es jemand braucht. Und ein paar Module haben sich insofern geändert, als dass die Funktionalität irgendwie in Drupal 8 schon abgebildet ist, von daher braucht man diese extra Module nicht mehr. Das ist auch eine ganze Reihe. Also History ist zum Beispiel drin, in der Form und so weiter. Es gibt noch eine andere Webseite, auf der man schauen kann, die versuchen, den Überblick zu behalten, was sich an diesen Modulen getan hat.
eine niederländische Seite, aber der Text ist auf Englisch und man kann hier, man hat hier eine ganze lange Liste von Modulen, an denen in der einen oder anderen Art gearbeitet wird, um sie in Drupal 8 zu bekommen oder wo es zumindest diskutiert wurde und kann sich hier mal anzeigen lassen, welche Module Tests tatsächlich in den Core geschafft haben und sieht dann eben sowas wie Auto-Upload oder wie ein CK-Editor und so weiter, die jetzt in irgendeiner Art und Weise im Core drin sind. Gut, dann sage ich vielleicht doch noch was, weil ich es gerade übersprungen habe, zu den Picture-Element und Breakpoints. Man sieht hier bei den Modulen ein Modul namens Breakpoint. Dieses Breakpoint-Modul managt irgendwie Breakpoints und Gruppierungen im Sinne von Responsive Design. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was dabei am Ende herumkommt, denn ich denke mir eher, das ist eine Sache, die man über Steam macht und was muss da das Core-System anbieten fürs Responsive. Also das eine ist, diese Breakpoint-Sache, man legt die Breakpoints nicht direkt über eine Benutzeroberfläche, also überhaupt nicht über eine Benutzeroberfläche fest, sondern man legt die Breakpoints fest, indem man es über YAML-Dateien ins Steam schreibt. Also man hat zum einen eine Datei, in der man festlegt, welche Breakpoint-IDs es gibt und dann legt man für diese Breakpoint-IDs wiederum Einzeldateien fest, in denen die jeweiligen Media-Queries drinstehen. So, und wenn man das dann im Theme hinterlegt hat, dann kann Drupal die Sachen auslesen und weiß dann, oh, dieses Theme benutzt die und die Breakpoints. Damit passiert im Moment erstmal nichts, es sei denn, hinterher bauen irgendwelche Module darauf auf, wie zum Beispiel das Modul Picture. Das ist meines Wissens im Moment das einzige, das darauf aufbaut. Modus Picture. Ah, Picture heißt nicht mehr Picture, Picture heißt jetzt Responsive Image. Genau. Ich kann das aktivieren. Sobald ich dann die Stelle gefunden habe, an der es konfigurieren kann. Läuft das wie folgt. Ich kann hier ein neues Responsive Image Mapping anlegen, das ich der Einfachheit halber nur Test nenne. Das bezieht sich auf das Theme-Batik, das ich hier gerade benutze. Und dann sehe ich Folgendes. Ich habe die Breakpoint-Gruppe, die sich halt bezieht auf das Theme-Batik und sehe hier meine Responsive Media Queries, die sich aus dem Theme ergeben. Und ich kann jetzt theoretisch für jedes dieser Bereiche ein eigenes Bild angeben, also ein eigenes Bildformat vorgeben. Also ich sage zum Beispiel, im mobilen Bereich will ich ein Thumbnail 100x100, hier kann ich schon größer werden und bei dem weiten werde ich ganz groß. Und gehe dann auf Speichern und was dann eigentlich passieren sollte, ist, dass im Hintergrund das Bild ausgegeben wird über ein HTML5 Picture Element. Das Picture Element ist ein hässliches kleines Ding, das so aussieht. Also ich habe hier das Picture-Element und gebe verschiedene Quellen an und sage dann zum Beispiel, in dem Media-Bereich benutze ich dieses Bild. Also ich kann sagen, eigentlich dieses Bild, aber wenn die Auflösung des Geräts größer ist, nämlich zweifach hier zum Beispiel, benutze ich ein anderes Bild. Und hier bei diesem Media-Query benutze ich dieses Bild und bei diesem Media-Query, wenn sonst nichts anderes greift, dann benutze ich dieses Bild. Und dieses bekannte Image-Tag ist noch drin als Fallback, um dann zu sagen, okay, wenn der Browser die anderen Sachen nicht auslesen kann, dann soll er zumindest dieses Bild anzeigen. Also eigentlich sollte dieses Picture-Element rauskommen, kommt es im Team nur nicht. Der andere Punkt ist, dass im Moment die Unterstützung von dem Picture-Element auch noch nicht so groß ist, als dass sich das lohnt. Das ist eher so eine Investition in die Zukunft. Gut, also meine persönliche Wertung von dem aktuellen Stand von Drupal 8 aus Site-Builder-Sicht.
Das System ist ziemlich gleich strukturiert, das bedeutet wenig Umgewöhnung, das ist eine gute Sache. Viele Standardmodule, die wir sowieso bei jedem neuen Webprojekt einbauen, sind schon drin, das ist auch gut. Das Backend ist, soweit es geht, responsive, da gibt es noch ein paar kleinere Probleme, aber ansonsten funktioniert das schon recht gut. Der Core reicht nun tatsächlich zum ersten Mal, um kleinere Webseiten zu bauen. Und es gibt tolle Extras, je nachdem, was man nun gerade toll findet, aber ich persönlich mag Tour und RDF nutzt eben schema.org, das finde ich gut. Mit Migrate hatte ich bisher noch nicht so viel zu tun, da wird man sehen müssen, wie einfach es hinterher ist, irgendwelche Systeme von Drupal 6 direkt auf Drupal 8 zu ziehen. Und bei Breakpoint würde ich noch ein Fragezeichen hintersetzen, weil das entspricht nicht ganz meiner Arbeitsweise, aber mal sehen, was dabei rumkommt. Also aus Sitebuilder-Sicht alles super. Aus Schema-Sicht, wir hatten gerade die Session von Morten, also aus Schema-Sicht bedeutet es, man muss Twig lernen. Das ist kurzfristig, weil man muss halt was Neues lernen. Langfristig dürfte das okay sein, weil die Sachen, die Morten vorhin gezeigt hat. Ja, je nachdem, wie sehr man sich schon damit beschäftigt hat. Weil die Leute, denen ich das zuerst zeige, die sitzen da so da, das muss ich was Neues lernen. Die Leute, die sich schon damit beschäftigt haben, die sagen dann sowas, ja. Aber man muss sich erst damit beschäftigen. Das ist halt eine kleine Hürde. Je nachdem, welches Thema man fragt. So, für die Programmierer. Ich bin kein Programmierer, von daher ist der nächste Part ein bisschen oberflächlich. Die Programmierer ist das nicht ganz so einfach. Die müssen ziemlich viel neu lernen. Im Zweifelsfall einfach nur, oder die Programmierer können mich gerne berichtigen. Es gibt jede Menge Stichwörter, die die drauf haben müssen, von Programming Patterns über objektorientierte Programmierung natürlich, Klassen, Objekte, Dependency Injection, die meisten Sachen sagen mir mittlerweile gar nichts mehr, Late Static Binding, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir bauen auf Symfony 2, bekanntlich, aber anscheinend, irgendwo habe ich gelesen, Drupal 8 doesn't work like Symfony 2. Es gibt irgendwelche Unterschiede, genau, das kann ich dazu nicht sagen. Also von Symfony 2 werden verschiedene Komponenten benutzt, zusätzlich gibt es noch andere Komponenten, die dazukommen. Also Twig haben wir jetzt schon mehrfach genannt, es gibt sowas, Guzzle, EasyRDF, Sandfeed, Composer, YAML, PHP Unit. Je nachdem, in welchem Bereich man da tätig ist, muss man sich all die Sachen neu anschauen und lernen. Da hängt es vermutlich auch davon ab, mit welchem Programmierer man nun spricht. Die einen werden sagen, ja natürlich, sollten wir das tun. Und andere werden sagen, nee, zu viel Arbeit. Ich kenne jetzt die Fälle von zwei Programmierern, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, dass ihre Module, die sie für Drupal 7 geschrieben haben, wenn sie die auf Drupal 8 ummünzen, jetzt sehr viel mehr Arbeit werden und auch doppelt so lang werden. Beurteilen kann ich es nicht, aber einige andere Leute waren auch unzufrieden, deswegen, vielleicht auch schon allen bekannt, gibt es Backdrop CMS. Backdrop ist ein Fork von Drupal 7 und dient dazu, Drupal 7, also all die coolen Sachen, die es in Drupal 8 gibt, mit Drupal 7 umzusetzen, aber eben auf der Codebasis von Drupal 7. Das heißt, dass es, wenn tatsächlich Leute für irgendwelche Projekte sehr viele Eigenentwicklungen haben an eigenen Modulen und es zu aufwendig wäre, das alles umzustricken auf Drupal 8, gibt es eventuell die Möglichkeit, mit Backdrop weiterzuarbeiten und die Module quasi nur für Backdrop umzuarbeiten, was sehr viel weniger Arbeit bedeuten könnte. Wie gut das klappt und wie gut das funktioniert, kann im Moment vermutlich niemand sagen, aber aus Programmierersicht, wenn Drupal 8 zu komplex ist, kann man sich zumindest Backdrop einmal anschauen. Ich bin durch. Fragen? Ich würde eine Frage wiederholen, ja. Hast du dieses Tour-Element nicht so intensiv angeguckt, oder? Also, weil du eben sagtest, weiß ich genau, wo der sich die Sachen da herholt. Naja, ich habe schon, also... Bitte? Ist das eine Frage oder Aussage? Das ist eine Frage. Zielt eigentlich darauf ab, sagt mir jetzt so aus, dass es im Grunde immer nur quasi irgendwelche Punkte, irgendwelche Call-to-Action-Buttons oder sonst irgendwas quasi beschreibt.
Das heißt, das hatte ich eben, das bringt sich bei den Symphony-Daten ein. Naja, also, ich habe es mir schon angeschaut, aber ich habe keine eigene Tour programmiert. Ich habe versucht, eine Tour zu verstehen, die als Beispieltour irgendwo stand. Es gibt irgendwo im Netz, findest du eine Beispieltour zum Forum zum Beispiel. Dieses YAML-File ist ziemlich einfach zu verstehen eigentlich. Also das ist nicht besonders schwierig. Du kannst dich halt an jede ID, an jede Klasse hängen und an der Stelle jeweils den Tooltip generieren lassen. Du kannst bis auf die ID runtergehen. Ja. Dann kann man die richtig schön auf der anderen Elemente bauen. Ja, das Einzige, was ich nicht verstanden habe auf die Schnelle, in dem Forum-Beispiel steht hier noch irgendwas, da steht nicht Woods, da steht Pass oder sowas. Das Beispiel ist ein bisschen älter. Das ist der aktuelle Stand von der Tour, die tatsächlich in Alpha 10 drin ist. Da ich kein Programmierer bin und mir diese Stelle noch nicht angeschaut habe, ich weiß nicht, wo die Routen herkommen. Und ich habe nur so weit gelesen, dass die Routen irgendwie mit Symphony 2 zusammenhängen. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt... Also ich hätte es gerne... Bitte? Ich hätte mir folgende Frage gestellt, wie bekomme ich eine Tour auf der Startseite hin? Weil im Moment sind die Touren halt gekoppelt an die Module. In dem Modulordner gibt es die Tour. Das heißt, die Tour gehört erstmal zu einem Modul. Wenn ich jetzt eine Tour auf der Startseite haben wollte, wäre im Moment, das ist nur mein Stand, wäre im Moment der Fall, ich müsste ein Mini-Modul schreiben, das irgendwie mit der Startseite zusammenhängt und könnte dann die Tour dafür schreiben. Das ist eventuell auch nicht besonders kompliziert, aber für diesen Case, den ich gerade formuliert habe, Startseite, fände ich es nett, wenn es das irgendwie bei der Oberfläche ginge, aber es dürfte nicht so schwer sein, auf dem Tourmodul aufzubauen, um ein eigenes Modul zu schreiben, mit dem ich dann beliebige Touren irgendwo abfeuern kann. Auf jeden Fall spannend. Also ich kenne genügend Projekte, für die ich Touren verwenden würde. Insofern. Ja. Du hast ja jetzt gesagt, dass in Richtung Media Management nicht viel enthalten ist. Hast du da schon jetzt weiter Erfahrung, ob das dann, sag ich mal, mit dem Kontrollmodul von Drupal 7? Okay, die Frage ist, wie es mit dem Medienmanagement aussieht in Drupal 8. Ich habe dazu nicht viel gesagt. File Entity ist irgendwie drin im Core und man sieht zumindest, wo welche Dateien verwendet werden. Es gibt eine Initiative, die ich hier nicht erwähnt habe, nämlich eine Media-Initiative. Es gibt ja verschiedene Medienmodule für Drupal 7. Media, Stored, Asset und irgendein Media-Box oder sowas. Das vierte vergesse ich immer. Und die Initiative geht dahin, ich glaube, ein Modul zu bilden, Media Entity, um all die coolen Sachen aus den vier Modulen zusammenzunehmen und zusammenzufügen. Ich weiß nicht, welchen Stand die haben, aber ich glaube, Florian Noritan ist daran beteiligt und der läuft ja auch rum. Ja? Gerade weil ich gesehen habe, dass jetzt Drupal 8 diese Web-Services mehr etablieren wird, habe ich auch gesehen, dass diese XML-APC-Schnittstelle und sowas mit drin ist, was jetzt als separates Modul oder wie das jetzt heißt, aufgeführt wird. Das war ja bei Drupal 7 in Form eines Hooks auch schon drin. Der Hook war ja auch schon da. Was mich jetzt interessiert ist, gibt es irgendwelche, zum Beispiel JavaScript, also externe JavaScript-Libraries, die ich benutzen kann, um diese Schnittstelle anzusprechen? Also ja, es gibt dieses RESTful, es gibt ja auch SOAP und sowas, was ja auch Standard ist. Aber gibt es oder wird es mit Drupal ausgeliefert, irgendwelche externen Libraries, die ich halt in Third-Party-Applications einbauen kann, mit denen ich darauf zugreife? Also zum Beispiel spezielle JavaScript-Libraries oder so. Was mich für, ich bin Mobile-Developer, was mich dafür interessiert. Also gerade damit ich jetzt zum Beispiel eine HTML5 Mobile-Application schreiben kann, die dann, wo ich gleich ein JavaScript-Framework oder JavaScript-Framework habe, den ich gleich auf diese Web-Services zugreifen kann, vernünftig zugreifen kann. Das ist eine Frage nach den Web-Services und ich kann die ganz kurz beantworten. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe nur zwei, drei Artikel gelesen über Web-Services und dachte mir, ach, dafür gibt es einen Programmierer. Damit beschäftige ich mich, da lasse ich die Finger von. Insofern kann ich dazu nichts sagen. Ja? Du hast gesagt, dass da eine Reihe Module in den Core gewandert sind, ne? Unter anderem zum Beispiel der CK-Editor oder irgendwie Programmierung und so weiter. Und da hast du eine Liste gezeigt, einige Module sind drin, einige sind teilweise drin. Was heißt denn zum Beispiel teilweise bei Ich glaube, es kommt auf den jeweiligen Fall an. Also es geht darum, welche Module jetzt in den Core gewandert sind und was bedeutet, wenn die nur partiell in den Core gewandert sind. Also in einigen Fällen
dürfte es heißen, dass die in etwas anderer Form in den Chor gewandert sind, aber ansonsten benutzbar drin sind, und in anderen Fällen würde es bedeuten, dass die ein bisschen geteilt wurden und ein Teil ist drin und Sachen, die darauf aufsetzen können, sind eben draußen. Aber ich habe jetzt nur Content-Übersetzungen probiert, dass das funktionierte. Also ich habe das jetzt nicht mit der Alpha 10 probiert, aber in der Alpha 9 ging das erstmal. Das wird man vermutlich an einem konkreten Projekt sehen müssen, ob man noch zusätzliche Module braucht oder nicht. Aber es sollte so sein, dass es jetzt deutlich aufgeräumter ist als in Drupal 7. Ja? Hast du schon mal versucht, Content zu migrieren? Also die Frage ist, ob ich schon mal versucht habe, Content zu migrieren. Also ich kann sagen, ich habe niemals irgendeinen Upgrade-Pfad benutzt von Drupal bei keinem meiner Projekte. Entweder war das Projekt so alt, dass wir beschlossen haben, wir sollten das sowieso neu aufbauen. Das ist immer meine Tendenz. Wenn das Projekt 4 Jahre alt ist, hat sich bei den meisten Kunden genug getan, inhaltlich und auch vom Designer, dass wir es neu aufbauen konnten. Und in einigen Fällen, wo ich migrieren musste, habe ich mir meine Skripte selber geschrieben. Aber das war dann auch aus irgendwelchen Datenbanken. Ja, aus Joomla oder aus irgendwelchen, was weiß ich was, Sachen, die ich importieren musste. Also mit Migrate selbst habe ich noch nie gearbeitet. Vorhin hast du gesagt, für Teams hat jetzt Drupal 8 eine andere Sprache noch zusätzlich, wenn ich Teams programmieren wollte. Ja, also... Das stimmt, ja. Ich habe die Frage jetzt, kann ich da zum Beispiel Same als Theme, als Block so verwenden wie vorhin auch? Oder muss ich da immer diese Zwischensprache verwenden? Also, die Frage geht nach dem Theming und... Wie Morten vorhin schon gesagt hat, theoretisch wäre es möglich, noch mit PHP-Template zu arbeiten. Ich sehe nur keinen Sinn darin. Und die Tendenz geht ja eher dahin, das rauszuschmeißen. Die offizielle Theme-Engine wird Twig sein, also wird alles auf Twig umgebaut. Zen, das Theme, ich sehe nicht, wie die drumherum kommen wollten, das nicht auf Twig umzubauen. Jedes Theme, das jetzt zu den großen Themes gehört, die werden vermutlich auch bei Drupal 8 dabei sein und das dann eben alles auf umsetzen. Okay. Wie machen die das? Die jeweiligen Theme-Entwickler, ja. Ja. Sonst noch wer? Möchte irgendjemand irgendwas ergänzen, was ich unterschlagen habe? Gut, ansonsten gibt es heute und morgen noch einige Sessions, die sich auch um Drupal 8 drehen und dann auf den eine oder andere Sache deutlich genauer eingehen, weil sich dann ein Thema rauspicken und das dann meistens auch ein Programmierer erzählt, der sich in dem jeweiligen Bereich besser auskennt. Gut, danke.